In der Ukraine ist Krieg und wir sind mit Russland in einem Wirtschaftskrieg. Und die meisten russischen Aktien sind auch nicht mehr handelbar. Einige wenige sind aber noch handelbar und die sind natürlich spottbillig im Moment. Und um diese Aktien geht es heute, um die möglichen Chancen, aber eben auch um die Risiken. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Krieg ist auch nicht mehr das, was es mal war, könnte man sagen, wenn man zynisch ist, zumindest an den Börsen. Wir haben Krieg in der Ukraine noch nicht mal seit 4 Wochen. Aber wenn man sich die Börsen so anschaut, da hat man das Gefühl, das Thema ist langsam abgehakt. Der DAX ist seit Kriegsbeginn in der Spitze um 12% gefallen. Das Tief war aber am 7. März schon erreicht. Seitdem steigt er wieder. Liegt seit dem 7. März auf ungefähr 10% im Plus, Stand Freitag. Und damit ist er unterm Strich seit dem Einmarsch um 3% gefallen. Das ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass man ja nicht nur jeden Tag das Elend sieht in der Ukraine, sondern dass sich ja auch die weltpolitische Lage, vor allem in Europa, dass sich das ja alles brutal verändert hat damit jetzt auch. Die Ordnung in Europa, die es noch gegeben hat vor ein paar Monaten, die ist wahrscheinlich nachhaltig gestört. Wir stehen möglicherweise am Anfang eines neuen Kalten Krieges. Und auch wirtschaftlich ist viel kaputt gegangen, selbstverständlich. Also unzählige westliche Unternehmen haben die Verbindungen zu Russland ja komplett abgebrochen schon. Das ist nichts, was so schnell wieder zurückkommt. Der Schaden ist schon groß. Und wir reden da jetzt auch noch gar nicht von möglicherweise kommenden neuen Lieferunterbrechungen, von möglicherweise neuen Engpässen bei Rohstoffen, bei Energie und Inflationsdruck und so weiter. Das alles preist der Markt ein mit einem Abschlag beim DAX von 3%. Da muss man schon sagen, sportlich ein Hoch auf die Zuversicht. Da haben die Sparplanverkäufer wieder ganze Arbeit geleistet. Natürlich, es gibt die Hoffnung auf die Verhandlungen und auf einen Waffenstillstand, der vielleicht kommen könnte. Und es wäre ja auch das Vernünftigste im Moment. Die Ukraine ist bereit zu Zugeständnissen und Russland kommt ja offenbar auch nicht so voran, wie man sich das da möglicherweise gedacht hat. Und Putin hat ja sowieso immer vehement bestritten, dass er die Ukraine erobern will. Darum muss er es im Grunde auch gar nicht tun. Und in der offiziellen Sprachregelung in Russland ist es ja auch seit Kriegsbeginn so, dass es ja auf gar keinen Fall ein Krieg ist, sondern nur eine Spezialoperation. Hier der berühmte Roman von Leo Tolstoi, Militärische Spezialoperation und Frieden. Ein großartiger Spaß von der Zeitung Novaya Gazeta aus Russland macht seitdem weltweit die Runde. Klar, es kann jetzt Fortschritte geben, vielleicht gibt es sogar einen Verhandlungsdurchbruch, wer weiß es schon. Aber wenn immer das passieren würde, was jetzt vernünftig wäre oder naheliegend wäre, dann wären wir natürlich ja gar nicht erst da, wo wir jetzt sind. Hart erwischt hat es vor allem die Anleger, die russische Aktien gehabt haben, die gehofft haben, dass es nicht eskaliert, das Ganze, die in der Krise am Anfang vielleicht sogar noch gekauft haben. Die können ihre Aktien jetzt in den meisten Fällen gar nicht mehr handeln und kein Mensch weiß, wie es da weitergeht. Und umso schwachsinniger oder merkwürdiger klingt es jetzt wahrscheinlich, dass es hier heute in dem Video trotzdem um Aktien geht aus Russland oder mit Russland. Russlandbezug. Und diesmal sage ich auch ganz ausdrücklich vorher, was jetzt kommt, ist hier keine Kaufempfehlung von mir für Russlandaktien. Das ist hier ja auch keine Anlageberatung, das darf es nicht sein, das kann es auch gar nicht sein. Sie hören hier im besten Fall Informationen. Und wenn jemand glaubt, er muss Aktien, die derart spekulativ sind, kaufen auf Basis dessen, was er hier hört, ohne dass er das selber nochmal für sich prüft, dann braucht er dann auch nicht ankommen und sagen, ja, aber Sie haben doch damals gesagt, es ist so und so. Ich habe hier
überhaupt noch nie irgendwas gesagt. Zumindest nicht, was irgendwer tun oder lassen soll. Ich habe vielleicht hier meine Meinung geäußert, das ist für Sie als Anleger aber erstmal unmaßgeblich. Und allein schon, dass Sie sich das Video hier anschauen, ist Ihre Schuld und nicht meine. So, und warum mache ich das Video aber trotzdem? Weil ich natürlich weiß, dass sich viele Zuschauer für die Aktien, die da jetzt noch handelbar sind, brennend interessieren und weil auf der anderen Seite natürlich auch kaum was darüber berichtet wird. Und warum interessieren sich so viele Anleger genau für diese Aktien? Weil die natürlich abgestürzt sind und weil die natürlich im Moment spottbillig sind. Aber ich habe ja neulich auch ein Video gemacht zu diesen ganzen Handelsaussetzungen von den russischen Aktien, was ja dann wahnsinnig schnell gegangen ist auch. Das Video war in dem Moment, als es online gegangen ist, leider auch schon wieder überholt, weil dann nämlich auch die Börse London die russischen Aktien, die es da gab, fast alle ausgesetzt hat. In Deutschland war es ja schon ein paar Tage vorher so. Und was mir da relativ wichtig war eben, das Ganze, diese Aussetzungen, das ist ziemlich willkürlich, muss man sagen. Also was jetzt nicht mehr handelbar ist, das hat nicht unbedingt was damit zu tun, ob das jetzt ADRs sind oder Originalaktien oder ob jetzt gegen ein Unternehmen Sanktionen verhängt worden sind oder nicht. Gegen die meisten von diesen Unternehmen, die nicht mehr handelbar sind, sind keine Sanktionen verhängt worden. Und der Gesetzgeber, der hat auch nicht den Börsen gesagt, dass man diese Aktien jetzt streichen muss, sondern das haben die von sich aus getan. Und in Deutschland gibt es da eben so gut wie gar nichts mehr an russischen Aktien. In London gibt es noch ein paar. Man kann aber ja heute über viele Direktbanken auch gut in London handeln. Aber, und das ist eben wichtig, es gibt meines Wissens keine richtigen Kriterien, warum die eine Aktie noch da ist und die andere Aktie nicht mehr da ist. Und das ist natürlich die Hauptgefahr. Sie kommen saubillig rein im Moment, aber wenn es dumm läuft, ist die Aktie eben morgen auch weg und dann dauert es möglicherweise Jahre, bis sie die wieder handeln können. Oder im schlimmsten Fall, im allerschlimmsten Fall auch gar nicht mehr. Paradebeispiel für saubillig. Polymetal International, eine Aktie, die ich hier im Februar noch besprochen habe, in dem Glauben damals, dass ein Krieg in der Ukraine zwar möglich ist, aber jetzt nicht so wahrscheinlich, weil es ja völlig unvernünftig wäre. Also so kann es gehen im Leben. Polymetal ist einer der weltweit größten Gold- und Silberproduzenten mit 8 aktiven Minen, mit einer steigenden Produktion auch, ist also im Sektorvergleich mit Sicherheit eine überdurchschnittliche Aktie im Prinzip und hat damals schon eine KGV-Bewertung gehabt von nur noch 8 und eine Dividendenrendite von über 8%. Da kann man sich vorstellen, wo diese Kennzahlen heute liegen würden. Das ist nämlich der Kursverlauf, der Halbjahreschart von der London Stock Exchange. Im Oktober waren wir noch bei über 1500 Pence, im Februar waren wir auch noch so bei 1100, 1200 Pence, jetzt sind wir bei 140 Pence. Sie hat sich also ungefähr gezehntelt im Wert. Und damit wären wir jetzt in der Theorie zumindest bei einem KGV von unter 1 und bei einer Dividendenrendite von 51%. Die Kennzahlen sind aber im Moment natürlich hypothetisch. Das ist das, was wir hätten, wenn alles normal wäre. Nur im Moment ist natürlich nichts normal und wir wissen ja auch nicht, ob es das wieder jemals so sein wird. Aber sie sind eben noch handelbar in London, liegt vielleicht an der Firmenstruktur, Hauptsitz ist in Jersey, gelistet sind sie in London, damit ist es kein russisches Unternehmen, sondern es ist ein Unternehmen, das nur Minen in Russland betreibt. Anderen Firmen, wo das auch so ist, denen hat das allerdings nicht geholfen. Polymetal hat auch ein Update rausgebracht. Die haben gesagt, es läuft eigentlich alles wie gehabt in Russland. Die Förderung läuft, der Goldverkauf, das funktioniert auch noch. Da sei es auch ein Vorteil, dass jetzt eben die russische Notenbank auch wieder Gold ankauft. Man sei jetzt auch nicht Gegenstand von irgendwelchen Sanktionen, also nicht in Russland und nicht im Westen. Was man aber nicht garantieren kann, das sind die Kapitalflüsse.
aus Russland hinaus an die Muttergesellschaft jetzt. Und Polymetal muss natürlich auch Schulden bedienen. Das werden sie aber sehr wahrscheinlich schaffen. Und was viele fasziniert an der Aktie, das ist, dass 43% vom operativen Gewinn und 48% vom Nettogewinn 2021 gar nicht in Russland erwirtschaftet worden sind, sondern von den Minen in Kasachstan. Und da ist die Denke jetzt, und das ist natürlich auch nachvollziehbar, auch wenn Polymetal das Russlandgeschäft komplett verliert aus irgendwelchen Gründen, dann ist Kasachstan ja immer noch da und der Wert von den Kasachstan-Minen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ja immer noch deutlich über dem aktuellen Börsenwert. Insofern nachvollziehbar, dass das viele fasziniert im Moment, auch wenn es hochspekulativ ist. Es gibt einen anderen Fall, der ähnlich ist oder so ähnlich aussieht. Petropawlowsk. Auch das ist ein großer in Russland tätiger Goldproduzent mit Hauptsitz in London. Ist gegründet worden in den 90er Jahren von dem britischen Banker Peter Hambro. Auch die Aktie ist stark gefallen. Im Dezember war sie noch bei 2000 Pence. Jetzt sind wir ungefähr bei 180 Pence. Hat sich also auch gezehntelt, ist aber auch noch handelbar in London und ist sogar in Frankfurt noch handelbar. Man höre und staune. Also die in Frankfurt, die haben die Aktie wahrscheinlich einfach vergessen. Ich hoffe jetzt bloß, es schaut von der Börse Frankfurt hier keiner zu, weil sonst ist die Aktie morgen auch noch weg. Wir haben auch da mehrere große gute Minen und wir haben auch da ein hypothetisches KGV auf den Gewinn vom letzten Jahr von ungefähr 1,5. Im Vergleich zu Polymetal gibt es aber Unterschiede. Erstens, bei Petropawlowsk sind alle Minen in Russland. Da darf jetzt also wirklich nichts mehr verrutschen diesbezüglich. Und zweitens, ich habe oft betont, es gibt etliche russische Unternehmen, wo ich der Meinung bin, die sind sehr transparent mittlerweile und sehr vertrauenswürdig. Petropawlowsk gehört da nicht dazu. Die haben erstens Unmengen Geld verbrannt in den letzten Jahren, haben die Aktionäre massiv auch dann verwässern müssen über eine Kapitalerhöhung. Und zweitens, es gibt da seit Jahren Großaktionäre, die undurchsichtig sind, die auch permanent wechseln und die sich auch permanent gegenseitig aus dem Vorstand dann rausschmeißen. Und einer von den Gründern, Pavel Maslowski, der ist ja schon seit 2020 sogar in Russland im Gefängnis. Ich kann Ihnen nicht sagen, wer von bei diesen ganzen Kämpfen da im Vorstand, wer da jetzt die Guten sind und wer die Bösen sind. Das ist eine Lebensaufgabe mittlerweile bei denen. Es sind aber auf jeden Fall dubiose Geschichten. Und dann jetzt auch noch die politische Situation. Also da ist meiner Meinung nach, wenn man sowas machen will, dass man jetzt investiert sein will in russischen Minen, dann zehnmal lieber Polymetal als Petropawlowsk. VION, früher Wimpelcom, ein Mobilfunkkonzern. Auch hier der Halbjahreschart, diesmal in Euro. Die Aktie hat sich jetzt zwar nicht gezehntelt die letzten Monate, aber sie hat sich gedrittelt doch. Und das KGV auf den Gewinn vom letzten Jahr, das liegt jetzt ungefähr bei 2,5. Sind eingetragen auf den Bermudas, der Hauptsitz ist in Amsterdam. Da wird die Aktie auch gehandelt und sie wird auch in Frankfurt noch gehandelt. VION hat über 200 Millionen Kunden und man kann jetzt nicht behaupten, dass die die großen Kriegsgewinnler wären, weil der wichtigste Markt, das ist zwar Russland, da sind letztes Jahr 42% vom operativen Gewinn erwirtschaftet worden, aber der zweitwichtigste Markt war eben auch schon die Ukraine mit 20% Gewinnanteil und da ist der Schaden jetzt sehr wahrscheinlich sehr groß. Und andere wichtige Märkte sind dann auch noch, wie man hier sieht, Pakistan, Kasachstan, Bangladesch und ein paar kleinere Länder dann auch. Auch VION sagt, in Russland läuft alles wie gehabt. Sie sagen sogar, die Sanktionen tangieren sie eigentlich nicht groß. Sie hätten andere Mittel und Wege, um das Geld zu transferieren. Ist auch interessant, also was immer man davon jetzt hält.
Und wenn man mal absieht von der politischen Lage, natürlich ist auch Vion da unterbewertet, sehr wahrscheinlich. Ich habe da aber schon auch meine Bedenken, weil der Gewinn wird natürlich hauptsächlich erzielt in Ländern, wo jetzt die Währungen stark gefallen sind. Und die Schulden sind aber zu über 70% in Dollar und in Euro. Und bei sowas wie Polymetal, da können wir ja wenigstens davon ausgehen, dass sich der Gewinn irgendwo am Goldpreis orientiert, aber bei Vion eben nicht. Und der größte Aktionär ist Michael Friedman, ein russischer Oligarch, der auch schon belegt worden ist mit Sanktionen. Vion sagt zwar, der kontrolliert uns nicht und der ist es auch aus dem Verwaltungsrat raus. Die Frage ist nur, ob das reicht oder ob man Vion jetzt irgendwann mal doch mal mit Sanktionen belegen wird. Ich wäre da sehr vorsichtig. Was aber interessant ist, Exor, das ist die Investmentgesellschaft von den Agnellis, also die Fiat-Gründerfamilie, die haben vor ein paar Tagen bei Vion zugekauft und halten jetzt mehr als 5% der Anteile. Die sehen da also anscheinend eine Gelegenheit. Man wird sehen, was da kommt. Und damit kommen wir zu Rusal, einer der größten Aluminium- und Bauxitproduzenten der Welt. Und die Aluminiumpreise sind ja stark gestiegen, gerade auch wegen dem Ukraine-Krieg. Und es ist die russische Aktie, bei der ich mir am allerwenigsten Sorgen mache, dass die vom Handel ausgesetzt werden. Weil in Deutschland sind sie schon seit Jahren nicht mehr handelbar und sie werden gehandelt in Hongkong. Und so wie die Lage ist, wird man in Hongkong diese russischen Aktien nicht aussetzen. Das ist der Zwei-Jahres-Chart von der Börse Hongkong. Und in Hongkong kann man ja über viele Broker mittlerweile auch handeln. Inzwischen, Rusal hat große Fortschritte gemacht die letzten Jahre bei der Effizienz, beim Schuldenabbau und hat natürlich auch vom Aluminiumpreisanstieg profitiert. Aber dann natürlich trotzdem der Einbruch im Februar, wo sich die Aktie ungefähr halbiert hat und damit ist sie bewertet jetzt mit einem KGV von ungefähr 5. Daran sieht man schon, wenn die Anleger jetzt nicht unbedingt Angst haben müssen, dass eine Aktie wirklich ausgesetzt wird, dann bricht sie auch nicht komplett ein, auch nicht in so einer Lage, auch wenn es eine russische Aktie ist. Und auch wenn der wichtigste Aktionär Oleg Deripaska ist, der in England mit Sanktionen belegt worden ist, aber noch nicht in der EU, interessanterweise. Und das wird Rusal aber mit Sicherheit auch schaden, ist ganz klar. Und ein Viertel vom Umsatz wird ja in Russland erwirtschaftet. Und wenn man Bloomberg glaubt zum Beispiel, dann gibt es da auch Pläne, dass man Rusal jetzt komplett aufspalten wird in das russische Geschäft und das internationale Geschäft. Vielleicht geht es auch nicht anders im Moment. Was die Aktie betrifft, ich würde auch da sagen, ist natürlich irgendwo unterbewertet, ist es aber sicherlich keine Aktie, die sich dann verdreifacht oder vervierfacht, wenn es irgendwann mal wieder besser läuft, weil dafür ist sie nicht genug gefallen vorher. Wir haben hier eher sowas in die Richtung Konzern, der schon gewisse Probleme hat im Moment, aber dafür eben mit relativ niedriger Bewertung. Ist aber von den bis jetzt genannten Aktien mit Sicherheit die sicherste im Moment. Sie sehen schon, das hat alles seine Tücken mit den Russland-Aktien. Eine Alternative könnte sein im Moment, dass man vielleicht Aktien kauft, wo es auch so eine Art Russland-Schock gegeben hat, wo man jetzt aber keine Angst haben muss vor einer Handelsaussetzung. Also denkbar zum Beispiel die RIB, die Raiffeisenbank International aus Österreich, die ein großes Russlandgeschäft hat, die eigentlich auch das erste Opfer war von den Anti-Russland-Sanktionen, wo man ja am Anfang sogar befürchtet hat, die bräuchten jetzt vielleicht sogar einen Rettungsschirm. Und der Chart hier, also man sieht natürlich, die hat es schwer erwischt, ist jetzt eben die Frage, ob das übertrieben war. Ich habe mich mit der RBI nicht wirklich beschäftigt, aber die Analystenkursziele, die sind jetzt die meisten zumindest schon höher und man kann vielleicht in dem Fall sagen, naja, ich kaufe mir ein paar davon, setze den Stopp dann leicht unter das Februartief, vielleicht sind sie ja wirklich unterbewertet. Und auch ganz interessant aber, die UniCredit, die hat es auch erwischt. Die hat ein Russlandgeschäft, das auch nicht unerheblich ist, mit 4000 Mitarbeitern. Und die hat jetzt aber gesagt, der Maximalausfall, weil man Sicherungsgeschäfte gemacht hat, der Maximalausfall durch Russland, der wäre bei 1,9 Milliarden Euro. Und das wäre verkraftbar. Sie würden sogar ihre Dividende, die sie geplant haben, sogar ausschütten.
Das Einzige, was sie vielleicht doch nicht machen, ist das große Rückkaufprogramm. Und die Finanzkrise und die Eurokrise schon, die haben ja die Unikredite auch schwer getroffen. Das war jetzt eine lange, harte Sanierung. Es geht da aber wieder aufwärts. Und es sollte natürlich auch eine von den Aktien sein, die jetzt profitieren sollten von den steigenden Zinsen, die wir ja hoffentlich in der Eurozone auch irgendwann mal kriegen. Und noch eine Aktie, und damit wären wir dann wieder bei den Goldaktien. Kinross Gold, das ist wirklich einer von den ganz großen Goldproduzenten, hat Minen in USA, in Kanada, in Brasilien, Chile, Ghana und eben auch in Russland. Russland steht da für 13% von der Produktion. Diese Minen will man jetzt loswerden, will darauf dann auch 1 Milliarde Dollar demnächst abschreiben. Aber vielleicht kriegt man sie ja halbwegs gut los. Vielleicht kriegt man noch ein bisschen Geld dafür. Die Aktie ist schon seit der ersten Ukraine-Krise immer mit einem Abschlag gehandelt worden, wenn man sie vergleicht mit den anderen großen Goldproduzenten. Und jetzt die letzten Monate, wo der Goldpreis ja auch gestiegen ist, da hat sie sich auch wieder deutlich unterdurchschnittlich entwickelt wegen Russland. Aber wahrscheinlich ist es jetzt im Moment gar nicht mehr so schlimm, dass das Thema jetzt durch ist. Die Aktie ist bewertet mit einem KGV von 11,5, ist für einen Gold-Blue-Chip wirklich nicht mehr viel. Also vielleicht auch interessant, zumindest interessant, wenn man der Meinung ist, der Goldpreis bleibt stabil oder steigt vielleicht sogar. Okay, und ich quatsche jetzt schon wieder viel zu lang. Ich hoffe, Sie haben jetzt eben auch die Risiken gesehen. Und die Stimmung im Westen ist ja schon so, dass man eigentlich jede Art von Geschäft, das Unternehmen machen mit Russland, dass man das ja eigentlich unterbinden will irgendwie und abwürgen will. Und umgekehrt will aber Russland, dass die westlichen Firmen, die noch irgendwie Geschäfte machen wollen, dass die sich jetzt schon auch dazu bekennen sollen. Also wie man es auch macht. Eine der beiden Seiten geht einem auf jeden Fall an die Gurgel. Da geht es den Konzernen auch nicht viel anders als den russischen Tennisspielern im Moment oder den russischen Dirigenten. Bei uns hier bei den Münchner Philharmonikern, da ist er jetzt Valery Gergiev rausgeschmissen worden, der Chefdirigent, weil er sich von Wladimir Putin nicht distanziert hat. Gergiev ist ein Freund von Wladimir Putin, das weiß man, hat man aber auch schon 2015 gewusst, nach der ersten Ukraine-Krise, als man ihn unbedingt hier haben wollte. Und in England und in Polen, da hat man jetzt bei Konzerten Tschaikowski aus dem Programm genommen. Offensichtlich, weil er ein Russe ist. Unter anderem seine Dornröschen-Suite, ein absolut blutrünstiges Werk natürlich. Und in Mailand hat eine Universität eine Vorlesungsreihe über Dostojewski gestrichen. Und ich fürchte, da müssen wir langsam aufpassen, dass wir da nicht wirklich abdrehen bei dem Thema. Aber davon mal abgesehen, natürlich, es gibt die Hoffnung auf die Verhandlungen. Aber nehmen wir mal an, nur theoretisch, es gäbe jetzt nächste Woche oder so wirklich so eine Art Waffenstillstand, worauf die Aktienmärkte ja schon ein bisschen setzen. Ist dann wirklich Friede, Freude, Eierkuchen? Sind dann auch die Sanktionen weg? Also was passiert überhaupt mit den Sanktionen? Sind die zum Beispiel Gegenstand in den Verhandlungen momentan? Werden die eingesetzt als Anreiz, dass man Russland sagt, wenn er das und das tut, dann könnte das und das an Sanktionen auch wieder wegfallen? Wir wissen es nicht. Ein Sprecher der britischen Regierung hat gesagt, damit soll das Putin-System zum Fall gebracht werden. Das ist später dann von ihm zurückgenommen worden. Und Anthony Blinken, der amerikanische Außenminister, der hat wiederum gesagt, die Sanktionen sind eigentlich nicht für die Ewigkeit gedacht. Aber sie können nur dann wegfallen, wenn sich Russland zurückzieht und wenn gleichzeitig aber auch gewährleistet ist und garantiert ist, dass sie auch nicht wieder angreifen und nicht wieder angreifen können. Nur wie soll das gehen? In ein paar Wochen geht das auf gar keinen Fall. Und letzten Endes ist eben auch, und das muss man auch sagen, es ist völlig offen, ob die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland in ein paar Jahren wieder halbwegs normal sind oder aber ob Russland wirklich ein Land wird, das wirklich auf viele, viele Jahre auch geächtet bleibt, so wie Iran, Nordkorea, Kuba und sowas. Alles Dinge, die wir im Moment eben wirklich absolut noch nicht wissen können, aber behalten wir es im Auge. Gut, und jetzt haben Sie wirklich lange durchgehalten hier.
Jetzt erinnere ich Sie nur noch an unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report, der morgen rausgeht mit einer Gegenüberstellung von den beiden großen chinesischen E-Commerce-Konzernen, also Alibaba und JD.com. Und das ist sicherlich auch darum jetzt interessant, weil wir ja letzte Woche bei chinesischen Aktien eine plötzliche und eine durchaus starke Erholung gehabt haben. Und die Reports von uns sind natürlich gratis, also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, einfach noch schnell dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link ist auch hier unter dem Beitrag nochmal. Morgen geht dieser Report raus. Und abgesehen davon, ich freue mich natürlich auch über jeden, der meinen Kanal hier abonniert und damit meine Arbeit auch unterstützt. Danke dafür, alles Gute Ihnen, vielen Dank fürs Zuschauen.